willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Wasteland 2. Es gibt einiges zu erledigen und ich würde sagen, ich fange auch gleich am besten damit an. Bin ich hier zufälligerweise vor dem Freudenlokal? Ja, das bin ich. Vorab sei noch ganz kurz gesagt, ich war in der, also nach der letzten Episode, war ich tatsächlich nochmal in der Bastion, in dieser heiligen Bastion, also in dem Observatorium. Und habe da nochmal den ganzen Kram aufgesammelt, den ich jetzt, den ich leider letztes Mal vergessen habe, zumindest den Großteil, den ich noch dort finden konnte. Dann habe ich noch irgendwie ein oder zwei Leute getötet, die sich irgendwie noch versteckt hielten sozusagen. Das ist also kein großes Ding, was ich verpasst habe. Ich habe einfach nur sozusagen den Kram geholt, den ich nicht liegen lassen wollte. Und ich habe tatsächlich mal ein Herz genommen und habe mir einen Kommentar zu Rate gezogen, der meinte, dass die Arcanum-Folgen, in denen ich die ganze Zeit gehandelt hätte, oder beziehungsweise einige Kommentare, dass die wohl nicht ganz so spannend waren. Deswegen habe ich dieses Mal das Ganze offscreen gemacht. Ich habe einfach nur Kram verkauft und Geld bekommen. So, gut, jetzt gehen wir nochmal zurück in den Puff. Beziehungsweise ins Freudenhaus, ins, in den Laden der fleischlichen Genüsse. Und sprechen nochmal mit Veronika. Vielleicht ist sie mittlerweile etwas anders eingestellt, uns gegenüber. Jetzt, da wir, den Sklavenhändlerring aufgedeckt haben. Na, Veronika? Habt ihr Heidi Beweise für die Sklaverei gezeigt? Ja, das habe ich. Und sie hat gesagt, dass sich die HKH darum kümmern wird. Ich weiß, wohin das führt. Nirgendwohin. Wenigstens habt ihr es versucht. Danke, Ranger. Ich... wartet mal. Ranger, hört zu. Ihr habt mich doch gefragt, ob ihr mir bei persönlichen Angelegenheiten helfen könnt. Und ich habe gezögert. Ich vertraue euch jetzt. Und es gibt in der Tat eine Kleinigkeit, die ihr für mich tun könnt, wenn ihr immer noch Interesse habt. Klar, habe ich Interesse. Wir sind interessiert. Danke, es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe mich verliebt. Und was noch schlimmer ist, ich habe mich einen Kunden verliebt. Ich nenne ihn den gebrochenen Mann. Er kommt her, damit ich ihn schlage. Für seine Sünden, sagt er. Und es müssen schreckliche Sünden sein, denn manchmal habe ich ihn halbtot geschlagen. Und es war noch nicht genug. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht, denn er trägt eine Maske. Aber ich liebe ihn und ich habe Angst um ihn. Er kann normalerweise einmal pro Woche, aber ich habe ihn schon einen Monat lang nicht mehr gesehen. Ich habe Angst, dass ihm etwas zugestoßen ist, oder vielleicht habe ich etwas getan, was ihn verärgert hat. Ich weiß, es ist verrückt, nach einem Mann suchen zu lassen, dessen Gesicht ich nicht beschreiben kann, aber wenn ihr einen großen Mann trefft, sehr schlank und mit trauriger Stimme, könnt ihr ihn dann bitte fragen, ob er eine Veronika kennt und ihn bitten, zu ihr zurückzukommen, falls er sie kennt. Sonst weiß ich nur, dass der gebrochene Mann nicht aus Hollywood stammt. Vielleicht ist er aus Los Feliz. Ah, okay. Da wollt mir immer hin. Ich will gar nicht daran denken, dass er möglicherweise aus der Bastion kommt. Oh, das wäre jetzt schlecht. Ja. Danke, ich weiß, es ist ein Schuss ins Blaue, aber wenn ihr ihn findet, werde ich euch ewig dankbar sein. Was ist mit gebrochener Mann? Er hat seine Maske nie abgenommen, also kann ich euch nicht viel sagen. Er ist groß und schlank und er bewegt sich mit einer Anmut, die man nur schwer beschreiben kann. Und doch trägt er sehr viel Gewicht auf seinen Schultern. Ich weiß nicht, was ihn so belastet. Okay. Dann hoffen wir einfach mal, dass er nicht in der Bastion war, wie ihn dort erschossen haben. Das wäre ziemlich schlecht. Erzähl mir mal von Master Sergeant. Wunderbar, dann geht durch den Torbogen hinter mir. Der Master Sergeant wartet in der zweiten Tür. Ach, oh Gott, nein. Ach Gott, das ist der Mann. Oh, Entschuldigung. Nein, wollen wir nicht. Erzähl mir von Gwen. Ach, oh Gott. Mein Gott, jetzt fällt mir wieder ein, wer die ganzen Leute sind. Gwen, Erik und der Master Sergeant sind einfach nur ihre sexuellen Gespielen. Also irgendwelche Sklaven und was weiß ich was. Domini und weiß ich nicht. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Auftrag bekommen, was ich ganz prima finde. Wir müssen die Liebe finden, die Liebe ihres Lebens. Wir müssen Amor auf die Spur kommen. Das kriegen wir schon hin. Und lasst uns dann mal rausgehen. Denn wir haben ja noch einige andere Dinge zu tun. Wenn wir schon mal in Hollywood sind, würde ich sagen, gehen wir doch mal zunächst einmal wo sind wir hier? Wir sind hier. Ja, wir können mal kurz zu dem Medizinerpärchen gehen. Ich glaube, das war hier in der Straße. Weil dort wurde mir dankenswerterweise gesagt, da berichtet, dass da scheinbar noch ein Toaster sei, der auch mal noch reparaturbedürftig ist. War das hier? Oder war das also drüber? Gerade gedreht. Ich glaube, das war Rambos, oder? Ein Schild, auf dem steht Rambos Waffen. Ja, genau. Wo ist denn bitte das andere Ding gewesen? War doch auch irgendwo ein Eingang, oder? Da ist ein Eingang. Was steht da? Ein Schild High Ground. Okay, High Ground ist richtig. Glaube ich zumindest. Ich muss mal den Ton für mich ein bisschen lauter machen. Die tolle Musik, die ganze atmosphärische musikalische Gestaltung soll man vielleicht ein bisschen
mitnehmen. Ah, das ist wirklich der Toaster. Der ist zwar schon mal... Dieser Toaster braucht einen Totengräber. Ach, okay, ich wollte gerade sagen, denn dieser Toaster, der wurde ja schon mal für uns, Anführungsstrichen, repariert und ist explodiert. Ist es mittlerweile möglich, den nochmal zu reparieren? Unmöglich? Nein. Kann man das mit Instandsetzung reparieren? Nein. Gut, dann haben wir ehrlich gesagt nicht mehr so viel zu sagen. Es tut mir leid, das war leider ein Fehlschuss. Leider kann man diesen Toaster nicht mehr reparieren. Schade, schade, Popade. Gut. Aber wir waren hier unten längere Zeit nicht mehr auf dem Friedhof. Und da würde ich also sagen, gehen wir am besten mal hin. Auf dem Weg dorthin können wir nochmal hier bei dem Sheriff vorbeischauen, der glaube ich hier war. Oder die, Officer Lemmer hieß die, okay. Mit dem haben wir auch nicht mehr gesprochen. Willkommen Leute, wie kann die HSP euch helfen? Können wir dir irgendwie behilflich sein? Danke, wir arbeiten schon dran. Okay, wir wollen ein Verbrechen melden. Okay, welche Art von Verbrechen war es? Medikamente, Entführung, Ermordung, Prostitution, Überfall? Ja, es gab einen Überfall aufs Casino. Okay, und wohin gehört das? Ach du Gott. Wie ist das? Wie ist das Ding? Schwags? Nee, Schwags ist es nicht. Heidis ist das andere. Manny's? Ist das Manny's? Ich glaube, Manny's. Alles klar, danke für die Information, Bürger. Wir schätzen die Mithilfe der Bevölkerung beim Melden von Verbrechen. Ich lasse auf der Stelle untersuchen. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das gerade richtig war, aber wir haben es getan. Gehen wir noch auf den Friedhof. Da waren noch einige verstreute Gestalten, die sich von der Gesellschaft ausgegrenzt fühlten. Wir haben hier noch was zum Ausgraben, aber das ist leider ein Grab. Das heißt, wir machen es lieber nicht. Kann man euch reden? Johnny Maloney? Was gibt's Neues, Ranger? Offenbar nix. Schade, schade. Ich dachte, wir könnten mit, warte mal, haben wir noch die Beweise für den Menschenhandel? Verwendbare Gegenstände. Komitee, eine Geschichte. Oder sind das sonstige Gegenstände? Ach du großer Gott. Weihrauchfass, Tonzauberer, wirkliches Auftragsbuch. Ja genau, kann man das irgendwie... Nee, kann man nicht. Okay. Schade, schade. Und das können wir auch nicht. Beweismaterial gegen Malediction Mailbagger können wir auch nicht verwenden. Sehr, sehr schade. Gut, dann haben wir hier gerade nicht so viel, was wir machen können. Was wir nochmal machen können, ist versuchen, hier oben nochmal durchzubrechen. Mit... Meißels gewaltigen Fuß, der immer und immer wieder bricht dabei. Während wir versuchen, durchzubrechen. Und wenn das nicht funktioniert hat oder er sich mal wieder den Fuß gebrochen hat, können wir mal wieder versuchen, kurz mal unsere Werte aufzurüsten. Also unsere Level aufsteigen zu lassen, unsere Leute. Damit die Punkte auch schon ausgegeben werden. Nicht, dass wir wieder einen Punkt daneben liegen. Wie bei Klugscheißer oder bei Arschloch oder bei, weiß ich nicht. Muss ja nicht sein. So, mal gespeichert. Wo war das? Hier war das. Genau. Meißel. Du bist nicht Meißel, du bist Rose. Sieht ja alle gleich aus. 28% Harz. Warte mal, können wir nicht vorher ein Level aufsteigen? Vielleicht können wir nicht einmal einen Punkt, ein Level steigen lassen. Meißel, kannst du rohe Gewalt erhöhen? Das kannst du nicht, weil du schon auf 9 bist und mit 3 Punkten kannst du nicht viel anfangen. Gut, dann probier's wenigstens so. Der große Plasmahammer wäre ja sinnlos, den zu verwenden. Kritischer Fehlschlag. Und das Bein ist dann wieder gebrochen. Das ging aber relativ schnell, ist ja bei dir. Noch 5 Minuten. Das ist ja wunderbar. Kann ich mal ganz kurz die Punkte verteilen bei einigen Leuten. 8 Punkte bei dir, mein lieber Anton. Das ist gar nicht mal schlecht. Dir könnte ich noch eine bessere Auffassungsgabe geben, was ich als allgemein für eine gute Idee halte. Oder Waffen schmieden. Oder Schlösser knacken. Die Auffassungsgabe ist schon mal gar nicht mal so niedrig mit dem Gegenstand, den wir haben. Da haben wir plus 2 Auffassungsgabe. Ich glaube, ich würde noch, warte mal, Schlösser knacken haben wir auch plus 2 durch den Gegenstand. Tresor knacken haben wir auch plus 2. Da sind wir gerade bei 6, haben wir bei 7. Ich würde das ganz gerne, glaube ich, mal erhöhen. Tresor knacken. Ja, mache ich mal Tresor knacken. Da sind wir nämlich dann nötigenfalls auf 8. Sehr schön, Punkte bestätigen. Der Baron hat keinen Punkt bekommen. Catherine hat 5 Punkte bekommen. Bei der würde ich ganz gerne sowohl Sprengstoff als auch Arschloch als auch Sturmgewehre erstmal erhöhen. Von daher würde ich die Punkte ganz gerne sparen. Die Mücke hat 2 Punkte, das bringt also nichts. Rose hat 8 Punkte, natürlich. Die könnte einfach alles machen und dabei müde, lächelnd auf die anderen hinabschauen. Weißt du, was wir machen? Wir erhöhen das in der Informatik aufs Maximum. Dann hat sie mittlerweile schon 3 Fähigkeiten auf dem Maximum, was ja schon mal richtig absurd ist mittlerweile. Meißel, ja, der hat nicht genügend Punkte, stimmt. Takagugi hat 4 Punkte, der braucht es aber für Instandsetzung. Okay, gut. Können wir hier nicht mehr viel tun. Und bewegen uns raus aus Hollywood erstmal. Wir kommen bestimmt nochmal hierher zurück. Wir haben noch längst nicht mit allen abgeschlossen.
Mit den ganzen Quests und bewegen uns, das hier Los Feliz, nee, das ist Los Feliz. Und bewegen uns erstmal, einen weiteren Tipp folgen von euch, nochmal zurück zur Ranger-Basis in Santa Fe, weil wir mittlerweile eine Kommunikationsleitung einrichten konnten nach zur Ranger Citadel in Arizona. Und es hieß ja, man sollte möglichst nach allen, kurz gespeichert nochmal, nach allen Fortschritten in der Hauptquest nochmal zurückgehen nach Santa Fe, um vielleicht mal Report zu erstatten, vielleicht ein bisschen Erfahrung abzugreifen und allgemein mal wieder mit den Herren zu reden, dessen Namen ich nicht auf dem Schirm habe, logischerweise. Unseren Chef halt. Das ist die Bastion, nicht wahr? Ja. Das ist Los Feliz, das ist die Bastion und das ist, was ist da oben eigentlich denn? Wir müssen da runter. Wir gehen auch da runter. Und danach gehen wir... Ist das Santa Fe? Ich glaube schon. Ja, dann gehen wir dahin. Fantastisch. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass einige Leute nicht unbedingt die besten... Okay. Nicht unbedingt die besten Boni-Gegenstände haben. Ich glaube, Mais und Takayuki müssen noch ein bisschen geändert werden. Takayuki hat einfach nur etwas, womit er mehr tragen kann, was an sich gar nicht schlecht ist. Und Mais hat irgendwas, damit er einen Punkt mehr Falschen bekommt. Das würde man, könnte ich ganz gerne mal verändern, weil das bringt nicht wirklich viel bei ihm. Aber hören wir erstmal den Funkspruch an. Ja, bitte. 10-4, Echo 1. Got a distress call coming from near your position. Mutant creatures attacking a farm. Respond ASAP. Copy. 10-4, Echo 1. Sending your coordinates now. Be advised, caller is trapped in a house and reports multiple hostiles. Approach with caution and advise when complete. Okay. Das ist wirklich ganz in der Nähe von uns. Salt Lake Park. Santa Fe Base out. Gut. Dann gehen wir doch gleich mal dahin, aber vorher sollte ich vielleicht mal nachladen. Ach, geht gar nicht. Sollte aber, warte mal, kann ich mal kurz diese Munition mal hier draufziehen? Yep, kann man. Bei euch ist alles gut. Du hast 7 Schuss. Du hast... Ist auch drin. Alles gut. Das sieht ganz gut aus. Hier könnte man vielleicht nochmal die eine Kugel mal nachladen. Wer weiß, falls wir 24 Schuss brauchen. Du brauchst auch 7,62 mm Munition. Natürlich, da müssen wir unbedingt mal mehr kaufen davon. Bei dir ist alles fein. Und bei dir ist auch alles fein. Du hast ganz schön viel von der 45er Munition. Gut, speichern und... Ein kleiner Kampf zur ersten Folge. Warum denn nicht? Das spielt ihr natürlich. Wir nähern uns vorsichtig, ich bin mal sehr gespannt. Schlechte Idee, Hals über Kopf eine Gruppe von Gegnern zu stürmen. Gute Idee, die Party aufteilen und Ranger einzeln in... Weiß nicht, Stellung bringen wahrscheinlich. Okay, wie groß ist die Karte? Oh, geht schon. Was lese ich hier? Wer los? Gehetzt und verstört. Okay. Da ist eine tote Kuh. Entlang der Straße, die durch die Hügel verläuft, siehst du eine Reihe von Plakatwänden, jeder mit einer handbemalten Botschaft. Bei genauer Untersuchung der Tür findet Anton Dimitrievich Tefka ein Schloss. Ich hielt es eben für eine Mauer, aber okay. Ein Schloss! Das lässt sich doch bestimmt knacken mit unseren wundervollen... mit unserer wunderbaren Knackmaske. Ein Schloss, was du nicht knacken kannst. Abgeschlossen, ich weiß. Klappt hervorragend. Gut, dann machen wir wieder unsere Auffassungsgaben-Zauberer rein. Minus 5 Rüstung. Wir müssen echt aufpassen, dass wir... Oder warte, ich mach das mal hier weg. Denn wir müssen aufpassen, dass ich das, dass ich nicht während des Kampfes irgendwie minus 5 Rüstung auf einmal habe. Das wäre dumm. Speichern und Z, weiter geht's. Obwohl, wenn die hier Minen sind... Ah. Gut, eins nach dem anderen. Das Schild haben wir auch. Und was ist das? Probiert Dupres erstklassige Schusswaffen aus. Dupré Farms. Letzte Raketenwaffe bis zum Kolosseum. Okay. Die Kühe ist aber auch im besten Willen entschärft, oder? Nicht Maschinengewehren eingedeckt. Okay. Solltest du aber... Keine Sorge. Lass mich raten. Dupres Waffen? Wir haben Knarren, Granaten und Raketenwerfer. Dupré Farms, der letzte Waffenladen vor dem Kolosseum. Diesmal richtig geschrieben. Okay. Und diese Farm ist offensichtlich das Objekt unserer Begierde. Wir sollen uns vorsichtig nähern. Das heißt, ich speichere mal kurz. In vorsichtig nähern bin ich ja der Chef. Gehen wir also erstmal den Seitenweg lang.
Trockene Hügel übersät mit alten Bohrtürmen, alle kaputt und verrostet. Skelette und vertrocknete Kadaver von Vieh liegen auf dem vertrockneten Gras. Es sieht aus, als ob etwas sich von ihnen ernährt hätte. Etwas mit sehr großen Zähnen. Das beruhigt mich aber. Honey Badger? Honey Badger. Sind das die Honigdachse? Das sind doch Honigdachse, oder? Mutierte, was ist das? Das ist ein toter Honigdachs. Gehen wir also erstmal nicht links lang, sondern versuchen erstmal Ruhe zu bewahren, erstmal nach rechts lang zu gehen und gucken, was hier. Also erstmal ein bisschen die Gegend auskundschaften, wenn das irgendwie geht. Da liegt doch irgendwas. So, wer ist das? Alex Dupré. Warte, was ist das denn hier? Was habe ich denn genommen? Ohr einer Kuh. Schön, dass ich die mitnehmen konnte. Die Kuh. Die Ohr. Kann man da lang gehen? Kann man nicht. Kann man dir sprechen? Was wollt ihr? Wer zur Hölle? Scheiße, ich sehe Gottverdammt nochmal überhaupt nichts von hier. Egal, willkommen bei Dupré Farms. Hier gibt's freundlichen Service und hochwertige Feuerwaffen aus der Entfernung. Okay. Beobachtest du uns von dem Haus da drüben? Das ist ja ganz richtig. Ich komme doch den Freaks und Psychos, die durch das Ödland wandern, kein Stück zu nah. Entweder wir handeln mit dem Eimer und der Leine oder wir handeln gar nicht. Wäre nur gut, wenn ich von hier aus etwas besser sehen könnte. Aber kein Stress. Hab einen Raketenwerfer aufs Tor ausgerichtet. Mit den Teilen muss ich noch nicht genau zielen, aber nur eine kleine Vorschau auf die feinen explosiven Waren, die ich verkaufe. Ich wollte es gerade sagen, wir haben doch ein fantastisches Teleskop gefunden, Galileos Teleskop. Wir haben ein Teleskop oben im Griffith Park gefunden. Könnte bei deinen Sichtlinienproblemen helfen. Willst du es? Prima Idee, Fremder, aber ich bin Kapitalist. Warte mal, ich gucke mal, was ich bekommen habe. Ich hab den Ausweiter... Achso, erhalten, okay. Ich nehme keine Almosen. Ich tausche das Teleskop gegen etwas, das ich für den richtigen Kunden aufbewahrt habe. Es ist eine nette Maschinenpistole, die ich liebevoll Ausweiter nenne. Ihr werdet sie mögen. Vielen Dank. Werden wir hier auch bedient? Wir würden gerne handeln. Service? Jetzt? Verdammt. In Ordnung, legt eure Ausrüstung in die Durchreiche plus 100 in bar als nicht rückzahlbare Kaution. Kein Handel ohne Anzahlung. Ja, komm, machen wir mal. Was? Das ist zu viel? Bloß um mal zu sehen, was du hast. Nee, komm, wahrscheinlich hat er total geilen Kram. In Ordnung, schaut euch um, aber bevor ihr was klaut und damit wegrennen wollt, denkt daran, ich habe einen Raketenwerfer auf euch gerichtet und ihr könnt mich nicht sehen. Was hast du denn bitte? Du hast eine Luminox-Uhr. Plus 1 Wahrnehmung, aha. Du hast wirklich jede Menge explosiven Kram, das kann man mal so sagen, wie es ist. Eine M5PK, also eine MP5, Entschuldigung, eine MP5 Maschinenpistole. Die ist so, aber ist die besser als deine Maschinenpistole? Wo ist die jetzt? Da. Nee, die hat nur ein K hinten dran. Was bedeutet das K? K heißt viel schlechter als deine, sowas wie kaputt. Aber sie braucht 2 AP weniger zum Feuern, was natürlich nicht schlecht sein. Könnte ja praktisch zweimal feuern. Okay. Das könnte sich schon ein bisschen lohnen, aber die, alter Schwede, die kostet ja schon viel, 2300. Das ist mir ein bisschen sehr viel, vor allem wenn ich mir erstmal die Auswahl angucken, die du gerade bekommen hast. Es gibt hier diverse Raketenwerfer, was ist das denn mit einer Photonkanone? Uiuiuiui. Hier. Die ist schlechter als meine, also sie braucht weniger Schaden. Sie braucht mehr AP pro Einzelschuss und ist insgesamt ziemlich sinnlos. Nehmen wir es am besten nochmal nicht. Was ist das? Ah, eine schwere Waffe für Meißel als Alternative. M60, 15 bis 24 Schaden. Wieso machen die so wenig Schaden? Na gut, weil die 5 mal schießen. Okay, gut, dass ich mir gerade selbst die Erklärung gegeben habe. Ein Death Sifter. 17 bis 25 Schaden, 6 mal 8 AP. Alter Schwede, das ist ganz schön viel. 15,8 Schaden pro AP und wie sieht es bei dir aus? 19,5 Schaden pro AP. Nee, doch, 19,5 Schaden pro AP. Und bei dir? Ein Sturmgewehr. Offen gestanden will ich jetzt ehrlich gesagt nichts kaufen. Das ist gar nicht mal so gut. Der ganze Kram kann ich der Kram verkaufen. Ja, guck mal, das Ohr einer Kuh, ist das nicht toll? Ach, das ist der Ausweiter. Guck mal an. Bratschwindiger genauso wie der MP5. Kann ich noch irgendwas verkaufen, was ich eben nicht verkaufen konnte bei den anderen Händlern? Ja, eine Schrohfinte. Kann ich dir verkaufen, eine dieser cool lustigen Krallen und ein Ödlandfalken kann ich dir verkaufen. Ich brauche diese Dinger nicht, also die kritische Trefferchance für Nahkampfwaffen, das ist Quatsch. Aber wahrscheinlich nicht völliger Quatsch, aber ich brauche es ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich. Achso, was macht deine Waffe eigentlich an Schaden? Mit 22 bis 30, du machst 29,7 Schaden pro AP. Bleibe ich da erstmal dabei, jetzt ehrlich. Noch irgendwas, was weg kann? Rüstung, Kleidung, irgendwelches anderes Gezuppel?
Nee, sieht gerade nicht so aus. Gut, dann verkaufe ich das. Hab meine 100 Münzen wieder drin, das ist wunderbar. Ach, warte mal, ich brauche noch, genau, ich brauche noch 7,62 mm Munition, die du nicht hast. Schade, schade. In Ordnung, schaut euch um. Ja, das habe ich schon. Okay, was haben wir hier? Yeah, bis dann. Okay, da können wir jetzt die Honigdachse ausschalten. Das freut mich sehr. Ich mag es, Honigdachse auszuschalten, weil Honigdachse sind doof. Vielleicht ist das ja, waren die vier ja gemeint, als von mutierten Horden irgendwie gesprochen wurde, die angreifen. Wie sind's denn? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Na gut, ich mag die Kuh übrigens, die auf dem Rücken liegt. Einfach so. Wegen der lustigen Pose. Okay, einzeln bitte. Du gehst irgendwo hin, du bist nämlich gerade ziemlich egal. Achso, deine MP5 wollte ich noch vergleichen mit der anderen Waffe gerade. Wenn wir schon mal dabei sind. 17 bis 31 ist die, die du gerade hast. 22 bis 35. Okay, der minimale Schaden ist ein bisschen höher. Das ist ganz gut. Trefferwahrscheinlichkeit wird wahrscheinlich genauso sein mit den Modifikationen. Reichweite ist ähnlich. 6 AP pro Feuerstoß. Das ist natürlich auch dumm. Ja, okay, du machst 23,5 Schaden pro AP und der andere macht nur 14 Schaden pro AP. Und der Baron eh nur einmal schießen kann, können wir eigentlich auch genauso gut das nehmen. Du hast eine höhere Durchschlagskraft. Ich würde sagen, das Ding ist gekauft. So, was hast du denn drin? Du hast irgendwas. Wenn es einfach ausbauen, bei der anderen Waffe wieder einbauen. Gar kein Problem. So. Du hast einen langen Lauf. Den entfernen wir. Klappt. Du hast ein robustes Magazin. Das entfernen wir auch. Was ebenfalls klappt. Und du hast eine Unterlauftaschenlampe. Das klappt ebenfalls. Wunderbar. Dann würde ich sehr gerne gleich mal diesen Lauf da reinpacken. Okay, ich würde gerne diesen Lauf daran packen. Die Unterlauftaschenlampe können wir vielleicht was Besseres dran machen gleich. Aber das robuste Magazin können wir dir auch noch hier ranpacken. Dann kriegst du das noch zum Verkaufen. Und was haben wir denn hier? Genau, für den Unterlauf hast du eine Unterlauftaschenlampe. Das bringt plus 4% Trefferwahrscheinlichkeit. Wir haben noch 20.000 Modifikatoren. Wo ist denn das? Lauf, genau. Schalldämpfer bringt plus 5% kritische Trefferwahrscheinlichkeit und minus 90% Geräuschradius. Ganz nett. Das ist auch für den Lauf. Mündungsfeuerdämpfer plus 12% Trefferwahrscheinlichkeit. Nehmen wir doch einfach mal das. So. Mod anbringen. Zack. Ja, bitte. Und diese Waffe kannst du gleich haben. Da haben wir schon mal eine Waffe schön aufgerüstet. Wunderbar. Und ich habe es übrigens nicht vergessen. Diese Waffe muss auch nochmal aufgerüstet werden. Machen wir erst nach dem Kampf, sonst dauert es wieder eine ganze Weile. Erstmal der Kampf. Genau. Catherine, mit deiner alten Waffe wirst du das letzte Mal jetzt hier diesen Kampf angehen. Wie ist die Trefferwahrscheinlichkeit? 100%. Das ist ja sehr angenehm. Wechsel übrigens mal gleich auf Salvenmodus. Wir wollen es ja nicht vergessen. Dann kommt Mücke. Der kann sowieso machen, was er will. Rose, wie ist die Rüstung bei den Viechern? 7. Ja, Rose kann bei mir Neutronenprojektor bleiben. Eh noch 50.000 Schuss davon, das ist kein Problem. Kann dann dahin. Takayuki geht mit auf die Seite. Ebenfalls Salvenmodus, völlig in Ordnung. Und der Meißel geht in die Mitte. Der wird nämlich dann gleich den Nahkampf mit angehen. Ebenso der Baron, der übrigens mal das nachlädt. Keine Munition mehr. Das ist eine andere Munitionsart. Du brauchst 38er Munition. Oh, das ist ja traumhaft. Das ist ja super geil, Baron. Du brauchst 38er, die ist super billig. Weißt du das? Weißt du, wie toll das gerade ist? Mücke hat doch irgendwie ganzen Schwung davon, oder? Oh, so viel ist es gar nicht mehr. Gut, gebe ich trotzdem mal alles davon. Wir haben aber auf jeden Fall noch einiges auf Lager. Mücke schießt mit seiner Pistole ja eh kaum. Oh, ist das toll. 38er Munition. Rein damit. Traumhaft. Das kann verschiedene Feuermodi. Es ist gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Fehler mache, geringer, das ist gut. Und ich würde sagen, lass uns mal Catherine starten. Ab geht's. Und Mücke beginnt. Wir haben nur ein einziges Vieh gerade da, na gut. Und es ist tot. Ja, sonst kann Mücke nicht viel machen. Beende den Zug. Und die nächsten, wow, das waren wirklich viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so. Oh, das kann eine Weile dauern. Und die machen ja gar nicht mal so wenig Schaden. Nein, ich bin an diesem Kampf doch sehr interessiert. Ja, nehmen wir mal dich. Wirklich verfehlen kann man den Haufen ja nicht. Zug beenden. Rose wird den gleich abknallen. Und beim nächsten Mal hast du vielleicht 2 Punkte.
zwei Dingens. Schuss. Du machst, ja, einen Hinterhalt, klar. Meißel halt, ach nee, bitte nicht. Meißel, das kann echt dumm werden davor gegen die ganzen Viecher. Aber Meißel ist auch nicht der Klügste, sind wir ehrlich. Dann schießen wir auf den da. Wow, das war ja richtig gut, Takayuki. Du sollst es beruflich machen. Und du, ja, du gehst nach vorne. Ja, am Platz einen Hinterhalt. Mehr kannst du gerade nicht machen von da hinten. Du schießt nochmal auf den da. Oh, sehr gut. Mücke rockt. Und jetzt wird Meißel wahrscheinlich ordentlich zerlegt. Wir müssen irgendwie ein bisschen nach vorne rücken, um Meißel ein bisschen mit zu verteidigen, weil der ja ein Idiot ist. Obwohl man natürlich sagen muss, er hat natürlich dann ordentlich Angriffsfläche. Aber gegen 5 Honigdachse ist auch ein bisschen unangenehm. Warte mal, du kannst jetzt zweimal schießen, oder? Ja, du kannst zweimal schießen, dann schieß bitte mal zweimal. Einmal auf dich und nochmal auf dich. Gut. Ansonsten gehst du einen Schritt vor, soweit wie das geht. Ja, du musst einfach so nach vorne rennen. Weil du wirst da hinten nicht wieder ausrichten können. Dann kannst du nochmal ein Schritt nach vorne gehen. Takayuki, der kann überhaupt nicht nach vorne gehen, kann aber auf den erschießen. Genau, ist schon mal ein weiterer tot. Da waren es nur 4 Honigdachse. Catherine kann schießen. Kann nach vorne gehen, sogar noch ein Stückchen dabei. Und auf den aber mal. Ja, sehr schön, Catherine. Und du haust das Vieh hoffentlich kaputt. Und nochmal. Jawoll. Ansonsten begib ich doch bitte mal zurück. Oder zumindest aus der Schussbahn. Mücke ist nochmal dran. Hat einer von euch schon Punkte Schaden genommen? Ich habe mittlerweile alle relativ konsistent umgebracht. Alter, Mücke. Das ist richtig gut. Ja, nochmal geht leider nicht. Der Zug beenden. Der Baron. Schrittchen näher ran. Und noch kannst du nicht. Schade, aber du kannst jetzt einen Hinterhalt planen. Ach, schade. Ich hätte gehofft, dass es gerade so reichen würde. Vielleicht, wenn er hier rumkommt, das kann durchaus sein, wenn der Honigdachs sich davon... Ach, macht leider nicht. Schade, schade. Aber Meißel weicht äußerst geschickt aus. Das ist bis jetzt ein relativ guter Kampf. Okay, du bist dran, dein Neutronenprojektor. Ich hoffe mal, dass du hier Dinges nicht triffst. In den Baron. Und nochmal auf den. Und du triffst den Baron nicht mal ansatzweise. Sehr schön. Ja, und du kannst immer mal nichts machen. Am nächsten Mal könntest du, glaube ich, schießen, oder? Geh mal dahin. Takayuki darf nochmal schießen. Auf den. Sehr schön. Und Mücke, der absolute Schadensbringer, die hier. Darf nochmal schießen. Das war ja ganz angenehm. Sind wir ehrlich. Und Catherine nochmal. Catherine. Ja, der steht meistens ein bisschen sehr im Weg. Nimm also den da. Das muss Meißel selbst ein bisschen kümmern. Einmal auf den. Und einmal auf den. Wenn das beides trifft, war das ein äußerst erfolgreicher Kampf. Es war ein äußerst erfolgreicher Kampf, kann man nicht anders sagen. Takayuki ist ein Level aufgestiegen. Sehr, sehr gut. Wir laden mal bitte alle nach. Wir laden bitte alle nach. Kevin McCoy hat keine Munition mehr. Keine 7,62 mm Munition mehr. Das ist ja eher schlecht. Wir hatten sich die gekrallt. Du hast noch so ein bisschen. Dann gib mir mal bitte die Hälfte davon. Kevin McCoy ist so weit entfernt. Dann mach das doch mal. Ich find's auch gut, dass ich beide Auswahlmöglichkeiten okay und scheiße habe. Gib ihr bitte mal ein bisschen Munition. 24, okay. Nachgeladen, sehr gut. Und wir werden Takayuki sofort eine Stufe aufsteigen lassen, in der Hoffnung, dass er Instandsetzung nochmal etwas erhöhen kann. Takayuki, Fertigkeiten, Instandsetzung kann er erhöhen. Wunderbar. Punkte bestätigen. Mittlerweile auf 8. Er hat, glaube ich, auch noch einen Gegenstand, das ihn auf 9 befördern kann. Genau, mit dem Schiff in der Flasche. Damit müssen wir langsam mal diesen Sender reparieren können. Ist doch wunderbar. Dann looten wir mal die lustigen kleinen Honigdachse. Nehmen uns die Last der lustigen kleinen buschigen Schwänzchen mit. Die auch wirklich nichts anderes dabei haben. Ach, okay. Weitere Kadaver-Überreste. Wunderbar. Da sind noch ein paar davon. 8 Honigdachse erledigt. Gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Und da ist irgendwas, das Zeolit. Beutel mit Katzenstreu oder so.
Haben wir ja schon des Öfteren gehabt. Haben wir es also nochmal. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, wir gucken beim nächsten Mal nochmal. Einmal machst du eine kleine Runde, ob hier noch irgendwas anderes ist. Und danach gehen wir wieder zurück nach Santa Fe. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Also bis gleich sozusagen. Ja, bis gleich.